Heute gibt's was zu essen. Der Sven hat gekocht und dafür hat er all diese Sachen benutzt, die ihr gebrauchen könnt dafür. Was ihr nicht gebrauchen könnt, ist eine kleine Katze. Die lenkt nur ab, weil sie so süß ist. Deswegen hier nochmal die Zutaten. Im Detail: Feta-Käse, Hackfleisch, ein paar Tomaten, Zwiebeln und eine Zucchini, ein paar Kartoffeln, Milch und eine Reihe an Gewürzen, zum Beispiel klare Gemüsebrühe, Paprika, Tacosauce oder passierte Tomaten, Muskatnuss und Pfeffer. Und ihr braucht einen Sven, der das alles kocht und raffiniert die Kartoffeln schält und dann auch schneidet. Sein Tipp ist übrigens, die Kartoffeln nach dem Schälen erstmal ins Wasser einzulegen. Das zieht die Stärke raus. Warum das jetzt gut sein soll, weiß ich leider nicht mehr. Das habe ich vergessen. Aber es ist gut. Dann werden die Kartoffeln in kleine Würfelchen geschnitten. Dann geht es mit ein bisschen Salz ab auf den Herd. Dann geht der Zucchini an den Kragen. Zuerst wird sie geschält und in kleine Würfelchen geschnitten. Das gleiche passiert übrigens mit den Zwiebeln, also schälen und in kleine Würfelchen schneiden. Wir haben übrigens auch noch Knoblauch benutzt. Vergesst dabei nicht auf die Kartoffeln aufzupassen. Als nächstes lasst ihr Olivenöl in einer Pfanne heiß werden und bratet dann das Hackfleisch darin scharf an. Ihr lasst es braun werden, also nicht angekokelt braun, sondern dieses hier, wie es hier sieht, dieses Graubraun, was es bekommt, wenn es durch ist. Dann fügt ihr die Zucchini und die Zwiebel dazu und lasst alles schön zusammen anbraten. Wenn alles eine gute Farbe hat, kommen noch Tomaten dazu, die brauchen ja nicht so lange wie das andere Gemüse. Das Würzen hier nicht vergessen. Mit der Paprika, dann haben wir noch ein bisschen hier von der Tacosauce dazu getan. Ihr könnt aber auch passierte Tomaten nehmen, aber das ist ganz wichtig, dass etwas Flüssiges dazu kommt, damit es auch flutscht. Also, hier ist die Stelle, wo ihr nach Herzenslust würzen könnt. Und weil wir es scharf mögen, haben wir noch gut Tabasco drauf gepfeffert. Und wir uns jetzt dem Kartoffelpüree. Ihr gießt also das Wasser ab von den Kartoffeln, wenn sie durch sind. Und dann macht ihr mit Stampfer und Milch und Muskatnuss, übrigens haben wir hier noch etwas Knoblauch hinzugefügt, ein richtig schmackhaftiges, fluffiges, matschiges Püree. Zum Schluss bröselt ihr noch 2/3 von dem Feta ins Püree, mengt das unter, sodass der Feta schon im Püree ist und da nochmal eine besondere Note dazu gibt. Fast geschafft! Jetzt schichtet ihr die Hackfleisch-Gemüsemischung mit dem Kartoffelpüree. Wir haben uns hier dafür entschieden, das nebeneinander zu machen. Das sieht dann auch noch zumindest in der Auflaufform lustig aus. Also ihr braucht auch eine Auflaufform, wie ihr gerade merkt. Und dann einfach Hackfleisch-Gemüse neben Feta-Kartoffelpüree, bis die ganze Auflaufform voll ist. Dann wird noch der übrige Feta über die Stellen gebröselt. Und dann nicht über die Stellen, über alles nochmal drüber gebröselt. Und weil der Herr es richtig käsig mag, kam noch etwas Reibekäse drüber. Den Schritt könnt ihr euch aber definitiv sparen. Für die Dame dann noch ein paar Tomätchen. Und dann kommt das alles in den Backofen, damit der Käse schön gratinieren kann und alles sich nochmal gut zusammenfügt. Ich glaube, wir haben es für eine Viertelstunde 20 Minuten im Backofen gelassen bei 180 Grad. Der Meister war zufrieden und die Tinky hat bis zum Schluss nicht die Hoffnung aufgegeben, etwas abzubekommen. Aber nix da, wir haben uns diesen deftig kräftigen Auflauf ganz alleine gegönnt. Ich finde, dieses Gericht passt hervorragend in den Winter und ist richtig gut, um sich aufzuwärmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es nachmacht, wenn ihr mir Instagram-Bilder schickt mit dem Hashtag Empathy25. Und ich wünsche euch guten Appetit und Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr übrigens mehr von Sven und mir sehen wollt, klickt auf die Playlist. Da findet ihr alle Videos von Empathy's Christmas Countdown. Wir freuen uns auf euch!